Ein großes Problem der heutigen Zeit ist einfach die Verschmutzung unserer Ozeane, unserer Umwelt. Und gerade auf hier Gran Canaria merke ich es so ein Stück weit. Man kommt kaum aus dem Supermarkt, ohne dass man mindestens 4 Plastiktüten mitbekommen hat. Man kennt ja diese Bilder mit den zugemüllten Stränden, wo alles voll liegt mit Plastikflaschen. Ich sehe es einfach als unmöglich an, diesen Müll von Hand aufzusammeln. Ja, also ich denke, das ist ein Riesenthema und das betrifft uns alle. Ich bin halt Ingenieur. Okay, da gibt es ein Problem, was machen wir? Ja? Und da in kleinen Schritten zu beginnen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen haben wir auch dieses Summercamp hier gemacht. Jeder spricht und keiner macht was. Wir versuchen wenigstens mal Ansätze zu finden und uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben Drohnen, die fliegen über das Gelände und über das Wasser, detektieren Plastikmüll. Kriegt Videodaten rein. Ja. Diese Videodaten werden dann von AI detektiert, also der Müll von der Umgebung getrennt. Und schicken dann eine Flotte von Robotern los, die dann den Plastikmüll aufsammeln. Das heißt, wir können sowohl transportieren als auch den Müll aufpicken, und zwar in schwer zugänglichen Regionen. I think it is very, very important because here we trash a lot of plastic on the sea. Also die Grundidee, ich habe so einen Schwarm an intelligenten Einheiten, ja, und diese Intelligenz und das Wesentliche ist das Erkennen des Mülls. Da haben wir jetzt mal eine erste Basis, ja, und das müssen wir jetzt noch ein bisschen verfeinern, damit halt das auch noch stabiler funktioniert, und dann kann man das Ganze skalieren. Wir haben in Summe 8 Tage, in denen wir an diesem Projekt arbeiten. Wir sind eine Gruppe aus jungen, angehenden Ingenieuren oder Ingenieuren. Jeder kann ja so das ausleben, seine eigenen Stärken einbringen. Wir kriegen eine Anleitung von dem Geschäftsführer von ITQ, und der gibt uns einfach auch Dinge für die Zukunft mit, die man sonst nicht mitbekommen würde. Sprich, wie manage ich das Projekt, wo lege ich mein Augenmerk drauf? Das ist alles sehr familiär. Rainer agiert hier als Mentor, unterstützt uns, ist so der coole Onkel, der uns aber auch mal an die Hand nimmt, wenn wir zu sehr ausschweifen. Besonders macht es, dass wir zum einen hier im privaten Grundstück von Rainer wohnen dürfen, leben dürfen, zusammen kochen, Kreativität austauschen können, neue Leute kennenlernen und so neue Ideen zusammenbringen. Ziemlich besonders ist, dass der Rainer eigentlich mein Chef ist und ich sozusagen jetzt 7 Tage, 8 Tage in der Privatvilla meines Chefs mehr oder weniger Urlaub und Arbeit verbinde. Wir hatten immer Stand-up-Meetings, und sobald da irgendwie was aus dem Ruder gelaufen ist, kam Rainer zu uns und hat gesagt, hey, ich finde es geil, was ihr bis jetzt gemacht habt, aber man kann das besser machen, und hat uns das einfach erklärt und hat uns dann nochmal auf den richtigen Pfad gebracht. Und das ist das, was ich hier gelernt habe. Außerdem die Arbeit im Team hier, wie man die unterschiedlichen Kompetenzen einfach so einbringt, wie wir es hier getan haben. Die ganze Kombi ist einfach super cool, weil wir hier mit coolen Leuten in einer coolen Location an interessanten Projekten arbeiten. Für einfach was, wo ich auch persönlich dahinter stehe, was für mich wichtig ist. Die nächste Stufe ist dann eigentlich, sich zu überlegen, wie man im Prinzip so ein kontinuierliches System baut, und dass also der Müll, der aus dem Wasser rausgefischt wird, unmittelbar aufbereitet wird und zum großen Teil dann, weil Kunststoff brennt ja auch, genutzt wird, um die Schiffe wieder anzutreiben. Das ist quasi so eine Art Perpetuum mobile, dass also der Müll, der im Wasser schwimmt, entsprechend aufbereitet wird noch auf dem Meer, um dann diese Energie wieder zu nutzen, um die letztendlich die Schiffe anzutreiben.